keine Panik, sie haben nicht die letzten 17 Jahre im Koma gelegen. Dies hier ist nämlich nicht Panzer General, sondern Panzer Corps. Das Remake spielt sich exakt wie das Original, nämlich rundenbasiert auf klassischen Hexfeldern in 2D, also ohne neumodischen Schnickschnack, aber mit cleveren Verbesserungen. Apropos 2D-Grafik, schauen Sie mal, wie genial man statt des üblichen Render-Intros eine rasante Kamerafahrt durch einen Diorama-Schaukasten inszenieren kann. Panzer Corps spielt natürlich ebenfalls im Zweiten Weltkrieg und inszeniert die europäischen Feldzüge von Polen bis Berlin. So gibt's 4 Kampagnen plus Tutorial oder wir springen direkt eine der 26 Missionen an, darunter auch 3 fiktive Einsätze, in denen Deutschland mit einer besonders dicken Armee die Ostküste der USA, den Mittleren Westen und die Westküste angreift. Dabei kommen auch Düsenjäger-Wunderwaffen zum Einsatz, etwa der Volksjäger Heinkel 162A mit seiner Huckepackdüse und die Dornier 335, die vorne und hinten einen Propeller hatte. Panzer Corps spielt sich genauso puzzelig wie seinerzeit Panzer General. Am Boden müssen wir Artillerie, Panzer und Infanterie geschickt kombinieren. Artillerie direkt hinter feindlichen Einheiten hat nämlich die unangenehme Eigenschaft, auf uns zu feuern, wenn wir ihren Nachbarn angreifen. Darum sollten wir sie zuerst ausschalten oder zumindest vertreiben. Auch das Gelände wirkt sich aus, Angriffe über Flüsse zum Beispiel sind ausgesprochen verlustreich. Wie im Original kann sich jede Einheit entweder erst bewegen und dann feuern oder erst schießen und dann ziehen. In Panzer General war es aber so, dass der zweite Befehl verfiel, wenn wir zwischendurch eine andere Einheit angewählt hatten. Das ist jetzt anders, man kann zwischendurch jederzeit wechseln und muss keine Angst mehr haben, durch einen Fehlklick den Angriff zu verschusseln. Wichtig ist nach wie vor, die richtige Truppengattung gegen die richtigen Ziele einzusetzen. Ein schwerer Bomber kann U-Boote gar nicht erst angreifen, ist aber sehr effizient gegen große Pötte wie Flugzeugträger oder Schlachtschiffe. Es gibt auch wieder ein Rundenlimit, innerhalb dessen wir alle Zielstädte besetzen müssen. Das sorgt für Zeitdruck, wir können aber auch Zeit sparen, indem wir per Lufttransport Infanterie von Flughafen zu Flughafen buxieren oder Fallschirmjäger hinter den Linien absetzen. Und bei Städten mit Eisenbahnverbindung dürfen wir sogar ein bisschen Railroad Tycoon spielen und Einheiten auf dem Schienenweg transportieren. Auch die wichtigen Upgrades sind wieder möglich. Veraltetes Gerät lässt sich verbessern, um unsere Kernarmee, die wir von Szenario zu Szenario übernehmen, immer auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten. Panzer Corps punktet vor allem mit seinen hunderten detaillierten Einheiten. Außer der höheren Auflösung und schickeren Landschaften hat sich indes nichts getan, ist aber auch nicht nötig. Wer will die Karten schon drehen oder kippen? Macht ein 17 Jahre altes Spielkonzept auch heute noch Spaß? Ja, natürlich! Das stundenlange Knobeln an der einzigen Karte fesselt in Panzer Corps genauso wie im Vorbild Panzer General und der modernisierte Bedienkomfort verbessert das Spiel, ohne den taktischen Anspruch zu verwässern. Selbst wenn Sie Panzer General schon kennen, Panzer Corps lohnt sich, allein schon wegen der höheren Auflösung. Ihre Augen werden es Ihnen danken.